Das türkische Derby kann kommen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Fans und Freunde von Türkgücü Hanau, zu unserem Heimspiel heute gegen Eyüpspor Wächtersbach. Und hier kommt auch schon unsere Aufstellung. Unsere Mannschaft heute in den schwarzen Trikots. Und die Wächtersbacher trainiert von Tarık Özyer und er spielt auch mit in der Abwehr. Für ihn heute an der Außenlinie Ferdi Mehmet Satılmış und der Schiedsrichter der Partie Hashim Rehman. Dann ging es auch schon los. Wie gesagt, unsere Mannschaft in Schwarz und die Wächtersbacher in Rot-Weiß. Im Tor Emre Değermenci mit dem Abschlag nach vorne. Und Özcan Aydin, er kämpft sich da den Ball. Dann Yusuf Efil, ein langer Ball nach vorne. Emre Karaal heute auf rechts außen. Und dann Engin Aslan, 1:0 in der dritten Minute. He's back, Engin Aslan. Endlich trifft er wieder. Setzt sich da durch gegen Tarık Özyer und macht das 1:0 nach 3 Minuten. Saisontor Nummer 3 für ihn. Flotter Beginn für unsere Mannschaft. Oğur Erdoğan hier mit einem Pass nach hinten. Und Yiğit Soyuzen kommt da nicht zum Abschluss. Erbişima geht dazwischen. Dann eine kuriose Szene hier. Engin Aslan gegen den Keeper. Der Schiedsrichter lässt überraschenderweise weiterspielen. Ja, und da ist er natürlich verärgert und schießt den Ball weg. Dafür bekam er dann die gelbe Karte. Yusuf Efil, sein Schuss wird abgeblockt. Cem Bolgi hier, früher bei Alzenau. Dann Yusuf Efil schickt Emre Karaal und Emre Karaal macht das 2:0 in der 9. Minute. Toller Ball hier von Yusuf Efil und auch Mihai Bolun lässt da den Ball weiterlaufen und Emre Karaal mit einem sehenswerten Abschluss. 2:0 bereits in der 9. Minute. Dann Engin Aslan im Doppelpass mit İmran Gulsar. Und hier haben wir Ferdi Satılmış. Er war sauer, verständlich. Dann Engin Aslan und kein Problem für den Keeper. Auf der anderen Seite der Freistoß durch Soyuzen. Ja, auffälligster Spieler bei den Gästen war Cem Bolgi. Jakob Yiğit mit der Flanke. Und so langsam kamen die Gäste. Und nochmal Yiğit Soyuzen, aber kein Problem für Lars Ott im Tor. İmran Gulsar auf Emre Karaal. Und da wird er gefolgt durch Cüneyt Dedeci. Dann der fällige Freistoß durch Oğur Erdoğan über das Tor. Wieder Cem Bolgi. Und da können wir klären durch Mihai Bolun. Und Yiğit Soyuzen nochmal mit einem weiteren Abschluss. Engin Aslan weiter auf Emre Karaal. Folgt Tor Nummer 2. Nein, am Tor vorbei. Weiterhin 2:0. Und das war jetzt auch eine kuriose Szene. Da pfiff der Schiedsrichter abseits. Obwohl der Ball von einem Wächtersbacher Spieler kam. Kann passieren. Und nach einer kurzen Klärung ging es dann mit Schiri-Ball weiter. Passiert.
Ja, dann musste Emre Karal verletzt raus für ihn. Tolunay Özelci in der Partie. Eine Minute später Özcan Aydın hier im Doppelpass mit Imran Gulsar. Da steckt er den Ball durch und Engin Aslan setzt sich da durch. Er macht das 3:0. Engin Aslan wieder Doppelpack. Saisontor Nummer 4. Wenn er trifft, trifft er immer doppelt. Dagegen Cüneyt Dedeci. Und dann ein überlegter Abschluss hier durch Engin Aslan zum 3:0. Stark gemacht, auch von Özcan Aydın. Und dann nochmal Engin Aslan. Dann die Wächtersbacher. Mit einer weiteren Gelegenheit. Ja, da lag ein Eildespor-Spiel auf dem Boden. Trotzdem machen die Gäste weiter. Aber Lars Ott kann den Ball da sicher fangen. 3:0 die Halbzeitführung. Da gab es auch nochmal Shake Hands. Dann wurden die Gäste stärker in Halbzeit 2. Hier Cem Bolgi. Tuncay Sortuk wird da gefoult. Und Cem Bolgi mit dem fälligen Strafstoß gegen Lars Ott. Toll gemacht von ihm. Keine Chance da für unseren Keeper. 3:1. Ja, und jetzt dachten die Fans schon an das Germania-Dörnigheim-Spiel. Da führten wir ja auch 3:0. Deshalb wollten wir schnell antworten. Engin Aslan und Eduard Worster kann da klären. Dann Tolunay Özelci nochmal auf Ode Erdogan. Und tolle Parade hier von Emre Değirmenci im Tor. Auf der anderen Seite wollten die Gäste einen weiteren Elfmeter. Der Schiedsrichter ließ weiterspielen. Ja, Eyüpspor Wächtersbach machte Druck. Und die nächste dicke Gelegenheit. Und immer noch 3:1 für Türkgücü Hanau. Hier nochmal eine Flanke in unseren Strafraum und Yusuf Efil kann klären. Ja, da mussten wir höllisch aufpassen und da machten wir uns das Leben selbst schwer in der Abwehr. Tarık Özyer erst und dann Yiğit Soyözen mit dem Abschluss und dann ein Fehler hier von Eduard Worster, der nicht bestraft wurde. Wir hatten Räume. So wie hier ein weiter Ball dann auf Engin Aslan und er sieht Tolunay Özelci gegen Değirmenci und Değirmenci bleibt Sieger 3:1. Dann ging Ode Erdogan, für ihn kam Vadim Arama in die Partie. Vadim Arama auch direkt mit dem Freistoß. Özcan Aydın sieht dann auf der rechten Seite Mihai Bolun. Yusuf Efil. Und da sah der Schiedsrichter eine Abseitsposition. Weiterhin 3:1. Nochmal Tuncay Sortuk. Und der Spielertrainer Tarık Özyer scheitert an unserer Abwehr. Und die Gäste versuchten es immer wieder. Und Lars Ott mit einer tollen Parade. Es war immer noch nicht Schluss. Nochmal Eyüpspor Wächtersbach. Und Yusuf Efil klärt da mit dem Kopf.
Also die Chancen waren da für die Gäste. Und die nächste Chance, Tuncay Sortuk hier. Und Lars Ott hat den Ball. Dann kam Viktor Gonta in die Partie für Engin Aslan. Das war schon in der letzten Minute. Dann Viktor Gonta hier einmal mit dem Kopfball. Yusuf Efil aus der Drehung. Und dann hatte Gonta eine weitere Chance. Hier Bolun und dann Gonta. Wir gewinnen 3:1. The Apocalypse.